Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde, zu einer nächsten Runde, zu der nächsten Runde von Auf dem Weg zum Senior Pro. Ich will unbedingt Senior Pro werden und gerade wollte der Federinho, der hier am Square ebenfalls vertreten ist, wohl noch für die Menge tanzen. Und jetzt zieht er sich hier schämend zurück in die Ecke zu Potter. Naja, wie auch immer. Dann kriegen wir keinen Tanz von Federinho, aber die volle Senior Pro Action heute. Ja, ihr werdet gleich sehen, dass wir ein bisschen was geändert haben oder dass ich ein bisschen was geändert habe bezüglich meiner Ausrüstung. Ich habe mir die Kommentare zu Herzen genommen, dass zumindest einige davon, andere davon, die nehme ich mir dann eher nicht zu Herzen. Wir haben hier, wenn ich mal ganz kurz rüber switchen darf, lup, da sind wir. Da sind wir bei den YouTube-Kommentaren, das ist unser YouTube-Video. Ja, hat schon bald 1000 Aufrufe. Macht weiter so. Ja, immer schön, denkt, also gleich mal vorweg. Immer schön teilen das Ganze. Ja, die ganze Welt muss es sehen. Vor allen Dingen die Amis, die vom Global Server, die können nämlich nichts. Die sollten es vielleicht mal lernen, deswegen, naja, wie auch immer, ich will ja auch nicht zu viel böses Blut verbreiten. Also allererstes fällt einem natürlich hier ins Auge dieser unsäglich unnötige Kommentar von Mario Lange, zumindest dieser unnötige erste Satz. Man merkt, dass du so viel Plan hast wie mein Mülldeckel, am besten Mund zu. Jawohl, das ist gut. Freut mich echt, dass dein Mülldeckel so gut golfen kann wie ich. Wenn du es jetzt auch noch könntest, perfekt. Dann kannst du dich nämlich bewerben. Demnächst bei hier, schlag den Asikoro. Und dann kannst du mal zeigen, was du und dein Mülldeckel drauf haben. So, ansonsten, ja, natürlich netterweise viel positives Feedback. Und das Ganze auch im Forum eigentlich. Durchweg positives Feedback und ja, mehr davon. Deswegen bin ich heute hier. Wir machen mehr davon. Aber wir haben es ein bisschen angepasst. Ja, also wir haben ein bisschen was an den Schlägern gedreht. Oder ich habe ein bisschen was an den Schlägern gedreht. Der aufmerksame Zuseher wird auch gemerkt haben, der Account heißt jetzt Will Senior werden und nicht Ich will Senior werden. Ich habe einen neuen Char angelegt. Die Einstellungen sind aber relativ gleich. So, um das Thema günstig. Ja, es war nie mein Bestreben, günstig zu sein, günstig zu spielen. Nichtsdestotrotz habe ich mir es mal zu Herzen genommen und habe mir hier Exchange-Tickets geholt. Man sieht es an der Haltbarkeit, dass das hier Exchange-Tickets sind. Der Vorteil an Exchange-Tickets zu den Klamotten vorher ist, dass sie ein Stat mehr haben. Tja, dafür sind sie aber günstiger. Deswegen, wenn man dann Exchange-Tickets spielen möchte, hat man ein Stat mehr. Das ist vielleicht für alle, die dieses Video sehen und nicht so ganz wissen, wie sie denn an gute Klamotten kommen, kauft euch Exchange-Tickets. Die gibt es von allen Kollektionen, von allen neueren und auch den älteren Kollektionen. Gibt es Exchange-Tickets im AH relativ günstig zu erwerben? Ja, das habe ich hier überall gemacht. Wir haben überall hier 3 Kraft, 2 Genauigkeit drauf. Und ja, mit dem werde ich jetzt spielen. Dann habe ich meine Sternzeichen Plus gegen normale Sternzeichen ausgetauscht. Das heißt hier Sternzeichen 100 und nach wie vor mit Schütze und Steinbock. Dann kommen wir zu den Schlägern. Ja, Kostüm seht ihr ja hier auch schon. Das behalte ich mir an. Bei den Schlägern bin ich auf den Royal Players Driver umgestiegen. Ja, den bekommt man kostenlos, wenn man Level 100 wird. War lange Zeit, ich denke mal, bis die Isis-Knüppel ins Spiel kamen, war der Royal Players Driver der weiteste. Und
selbst nach ISIS war er immer noch eigentlich der Beste, weil er hat zwar nicht ganz so weit geschlagen wie so manch ein ISIS-Knüppel, aber er hat halt auch den angenehmen langsamen Schlagpegel gehabt. Und wer die ISIS-Dinger noch kennt, der weiß, dass die einen Schlagpegel hatten, da musste schon gutes Reaktionsvermögen haben, um da die Null ordentlich zu treffen. Vor allen Dingen, wenn du es gerade brauchst. Was die Hölzer angeht, da habe ich mir einen Hurricane 3W und einen Hurricane 5W, also die alten Hurricanes, besorgt. Habe sie auch versucht zu fitten. Wie man sieht hier 7 von 8 mal, 8 von 8 mal. Habe mir ein bisschen Kraft und ein bisschen Fähigkeit drauf. Ich denke mir, das darf man bei solchen alten Hölzern dann durchaus auch machen. Ja, PW habe ich mir das CTL reingepackt. Und ja, die Wedges sind URD und wer dann die? Wer dann die SW ist natürlich der Klassiker unter den SWs. Also da ging lange Zeit nichts drüber. URD AW, den spiele ich auf meinem Privataccount auch und ich habe es einfach gern um mich rum. Ja, Bälle nach wie vor, SO Ball 4er 100 und beim Putter, den habe ich auf den Klemene Putter gewechselt. Ich denke mal, es ist eine gute Wahl. Und bei den Eisen habe ich aus Aelos 1 Eisenset gewechselt. Ich habe keine Ahnung, was daraus wird. Ich habe keine Ahnung, wie sich das Ganze jetzt spielen wird, diese ganze Combo. Beziehungsweise Ahnung habe ich schon. Ich habe ja selber auch lange Zeit gespielt und habe durchaus mit ähnlichen Settings auch schon gespielt. Oder mit sogar noch schlechteren Settings. Deswegen, das passt schon. Kriegen wir schon hin. Abel Plena ist nicht ganz so schwer. Ja, wie man sieht, ich habe ja auch noch mit anderen Schlägern experimentiert. Hier CTL. Die habe ich dann für meinen Kadaiga-Test. Ich habe den. Da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Da habe ich die reingepackt, beziehungsweise auch die Hybrideisen. Aber ich fand die auch noch ein bisschen weit. Und habe mich deswegen dann für die Aelos-Knüppel entschieden. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu Harold. Da seht ihr dann gleich, dass ich Kadaiga bereits abgeschlossen habe. Hier, Kadaiga beendet. Ich habe es also nochmal gespielt, nur damit es hier auch als beendet angezeigt wird. Habe es mit schlechterem Equipment gespielt. Und Moment, seht ihr dann gleich. So, genau, das ist mein Equipment, so habe ich es gespielt. Und so sah dann die Runde ungefähr aus. Dann war ich an der 7 mit minus 7. Hier schon an der 8 mit minus 9. Dauert ein bisschen, bis die Bilder sich wechseln. Hier habe ich. Oh, das sollte ich ja eigentlich nicht dabei sein. Das ist meine Privatsammlung. Meine Freundin Grace Wähler. Hallo Grace. Hallo, Asikuro. Ja, da haben wir Kadaiga Loch 13. Da habe ich dann auch mal ein bisschen schlechteres Wetter. Ich glaube, ich habe trotzdem Birdie gespielt. War kein Problem. Hier sieht man nur, hier wollte ich noch mal schauen, wie weit ich kommen würde. Ja, bis aufs Inselchen würde ich kommen, aber bei dem Wind hatte ich natürlich keine Chance. Ich hatte auch keine Getränke dabei im Übrigen. Und deswegen sieht mein roter Balken auch so aus, wie er aussieht. So, das sind wir wieder am Anfang. Wir gehen wieder zurück ins Spiel. Ja, nur um kurz zu zeigen, dass ich die Runde auch zu Ende gespielt habe. Mit minus 21, glaube ich, habe ich sie beendet. Und ja, war ein guter Test. Ja, doch, war schon ein guter Test. So, wie letztes Mal angekündigt, spielen wir heute Abel Plena. Ja, das ist hier. Und ich würde mal sagen, bevor ich jetzt noch die halbe Stunde durchquatsche, starten wir einfach mal. Achso, ich habe letztens hat irgendjemand noch geschrieben, dass ich doch die Musik wieder anmachen hätte sollen. Das mache ich jetzt mal eben. Dann ist es während meiner stummen Zeit, wenn ich mich konzentriere auf meine Schläge,
Vielleicht nicht ganz so leise. Außerdem lernt so jeder mal die Musik von Abel Plehner kennen. Ist ja auch was Schönes. So. Übrigens auch ich lerne so die Musik kennen von Abel Plehner, denn ich kannte oder ich kenne die eigentlich auch nicht. Denn eigentlich spiele ich mit Musik aus. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, gehört die Schott-Online-Musik jetzt nicht unbedingt zu den Glanzstücken der Musikgeschichte. Ja. Ja, die Eisen schon viel schneller als bei meinem letzten Video, bei meinem letzten Test. Man merkt es auch daran, dass ich die Nullen nicht mehr so sicher treffe. Mal schauen, wie sich das auswirkt. Ich bin gespannt. Der wirkt sich auf jeden Fall ins Loch aus, dieser Putt. Und ja, erste Birdie ist schon gemacht. Das freut mich persönlich natürlich schon. Und wir gehen weiter. Ja, haben jetzt hier ein bisschen schlechteres Wetter. Mal sehen, wie wir den hier spielen können. Kriegen wir den hier rum. Nee. Dann machen wir. Machen wir den so? So würde ich sagen, machen wir den. Ruhig ein bisschen über die 100%. Ist relativ egal bei diesem Schlag. Hauptsache er landet nicht auf einem Stein oder in einem Busch. Oh. Ja, so viel zu relativ egal. Okay, das wird jetzt spannend. Hätte ich vielleicht lieber dorthin spielen sollen. Okay, hinterher ist man immer schlauer. Jetzt schauen wir mal. Machen einfach mal mit 100%. Okay, weder den Bus noch den Busch habe ich erwischt. Das ist schon mal gut und ja, jetzt schauen wir, dass ich hier mit Paar rauskomme. Da wäre ich dann schon recht glücklich mit. Jetzt fülle ich mir hier noch die Slots. So. Gute Frage, nächste Frage, ne? Okay, dann machen wir das so und schauen wir mal. Ne, nehmen wir den 6i. Ich habe Angst vor dieser Säule hier. Der Ball wird ganz fürchterlich ausbrechen, gleich auf dem Grün. Aber wichtig ist erstmal da drüben anzukommen. Oh, der bleibt sogar drauf. Wunderbar. Ja, ist natürlich schlecht, wenn man das Par 5 nicht mit einem mindestens einem Birdie beendet und davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Par 5 sollte eigentlich immer ein sicherer Birdie sein. Wenn man vorher den Kurs auch ein bisschen übt, dann weiß man sowas auch. Wenn man es natürlich nicht macht wie ich, dann ja, vergisst man halt mal Sachen, ne? Aber es soll jetzt auch keine Ausrede sein. Ich muss es ja trotzdem spielen, wie es kommt. Deswegen nehmen wir jetzt mal, ups, das war ein bisschen wenig, aber es geht bergab da hinten, da ist es nicht so schlimm. Ja, passt. Schön safe hingelegt und immerhin das Paar gerettet. Übrigens, dass ich hier eine Kerline stehen habe, ist vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen. Ja, die habe ich da stehen. Wer sie kennt, die Caddies, der weiß, dass das Catherine ist.
Und Catherine bringt mir weder durch ihre Caddy-Fähigkeiten irgendwas, noch durch ihre Klamotten. Das sind alles Null-Start-Klamotten. Das heißt, ich schummel hier auch dich mit meinen Stats, wenn es um die Caddy-Klamotten geht. Ich habe sie einfach hingetan, weil sie eine treue Begleiterin ist. Ich habe übrigens auch die Hilfe ausgeschalten hier. Das sind die Anzeigen, die Richtungsanzeigen. Das heißt, sie ist mir hier tatsächlich keine Hilfe, sondern einfach nur als optisches Schmankerl. Würde ich sie einfach mal bezeichnen. Ein optisches Schmankerl. Wieder ein bisschen oldschool. Aber das soll ja, das ist okay, denke ich mal. Ja, das steht schon ganz schön bergauf. Mein Pinöbel ist auf der Fahne. Mal schauen, jetzt muss man mal ein bisschen mit Prozenten spielen. Nehme ich mal, das ist zu wenig. Der sieht gut aus. Und die Null getroffen. Und ein Tortrank bekommen. Wow. Oh, den hätte ich da vielleicht sogar so mit 100 machen können. Naja, wie auch immer. Der dürfte doch drin sein. Das dürfte ein Birdie sein. Jawohl. Somit sind wir schon bei minus 2. Nochmal zur Erinnerung, wir brauchen eine minus 5, um hier durchzukommen. Wenn wir es nicht ganz so sehr versauen, dann sollte das eigentlich drin sein. Aber hier müssen wir. Na, jetzt sieht es ist zwar verlockend, hier mit dem Driver einfach geradeaus zu spielen. Jedoch haben wir hier den Baum. Ja, im Vorbeifliegen gesehen, der hier. Da ist er. Und wenn wir hier mit dem Driver einfach geradeaus machen, dann passieren sehr schlimme Sachen. Unter anderem, dass sich der Ball im Baum verfängt. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen nehmen wir mal 5W. Das fliegt zum einen höher und zum anderen machen wir das Spin rein, dann fliegen wir schön rechts am Baum vorbei. Und müssen uns nicht gleich aufregen darüber, dass wir ein Eichhörnchen getötet haben oder so. Oder zwei Eichhörnchen. A-Hörnchen und B-Hörnchen. Wer kennt A-Hörnchen und B-Hörnchen noch? Dürfte auch in die Kommentare schreiben. So, schauen wir mal, oder? Alles klar. Ja. Drin, würde ich sagen. Drin, nächster Birdie, minus 3, Abfahrt, weiter. Ja, kurzen Prozess hier machen mit Abel Plena. Hoffentlich zumindest. Und nicht überheblich werden, meine Freunde. Nicht das, was ich hier gerade fabriziere. Wegen kurzer Prozess. Es ist so ein Tipp vom Experten. Gewöhnt euch nicht an oder gewöhnt euch an, nicht überheblich zu werden. Sei es ein Titeltest wie das hier, ne, wo man dann denkt, oh, easy, easy going. Das könnt ihr sagen, wenn ihr am Loch 18 alles erfüllt habt, eingeloggt habt, dann könnt ihr sagen, easy. Ne?
Aber auch nicht bei Spielen gegen andere Leute. Ja. Nach 10 Loch, 2 Loch vorn seinen, jetzt wäre dann fast ein jetzt hätte der fast einen Kollegen von mir kennengelernt. Ja. Hat sich aber irgendwie wieder rausverzogen, als er mein Mikrofon gesehen hat. Alles so mikrofonscheu. Ja, und ich bin lochscheu und deswegen patte ich den Ball vorbei. Ja, gut. Auf dem Rückweg ist er drin. Genau. Werdet auch nicht überheblich, wenn er gegen andere Leute spielt. Ja, zum einen ist es unsportlich. Wir sind ja immer noch im Sportspiel. Und zum anderen schadet es vielleicht euch auch, denn dann versemmelt er vielleicht den ein oder anderen Schlag, den ihr so nicht versemmelt hättet. So, schauen wir mal, ob das funktioniert. Funktioniert es? Ich glaube, das funktioniert, oder? Mal ein Tränklein nehmen. Ist aber riskant. Hier und da. Ja, mal schauen. Ihr habt ja beim letzten Mal schon gemerkt, ab und zu scheue ich dann auch nicht das Risiko. Kalkuliertes Risiko, würde ich sagen. Oh, der sieht schlecht aus. Der sieht schlecht aus, der sieht schlecht aus, der sieht Wasser aus. Obwohl er eigentlich noch drauf war. Okay, das war ein Fail. Andere würden jetzt möglicherweise das Video schneiden an dieser Stelle und nochmal anfangen. Ich allerdings nicht. Ich mache mir lieber Sorgen darum. Ah, okay. Ich mache mir lieber Sorgen darum, wie ich jetzt ordentlich rauskomme aus dieser Situation. Vielleicht sollte ich diesmal den sicheren Weg vorziehen. Das heißt, wir nehmen jetzt das 8i, das 9i. Und hoffen ganz, ganz dolle darauf, dass wir den Boogie hier noch retten können. Ja. Schlagen wir mal auf Fairway. Und jetzt geht's. Der fällt nach rechts ab. Also ich bin mir sicher, der Mülleimerdeckel von Mario Lange, der hätte den zum Igel gemacht. Ich muss mich echt mal bekannt machen mit dem. Aber nichtsdestotrotz, wir sind ja am sechsten Loch. Möglicherweise kassiere ich jetzt hier einen Double Boogie. Das ist richtig. Und es wäre absolut vermeidbar gewesen, wenn ich nicht so, ja, so risikobehaftet gespielt hätte. Das war aber meine Schuld. Ich meine, wir hatten hier 22 Grad. Da kann man es auch nie genau sagen, wie viel kürzer der kommt. Beziehungsweise Quingo könnte es bestimmt. Ich kann es nicht. Mit dem Wind gespielt. Nicht genug Rückenwind rausgeholt und ja, dann passiert halt sowas, ne? Sowas kommt von sowas. Also es gab hier Zeiten, ne, für alle, die es vielleicht nicht wissen. Da war hier vor diesem Fairway. Ah nee, Schmarrn, vor diesem Fairway, da ist sie noch. Diese Steinplatte. Mal sehen. Das. Ja, da ist so eine Steinplatte. Man kam nicht weit genug mit dem Driver. Ja, da war ich auch noch weit entfernt von Level 100.
Und da hat man dann, wenn man eine ganz coole Socke war, hat man auf diese Steinplatte gespielt. Ans Ende von dieser Steinplatte. Und der Ball ist dann von der Steinplatte auf das Fairway rüber gehüpft. Wenn man einer von den coolen Kindern war, hat man das so gemacht. Wenn nicht, dann hat man gerne mal hier drauf gespielt. Und stand dann hier oft ganz komisch an der Seite ran, und hat dann weitergeschlagen. So wie zu den heutigen Schott Online-Anekdoten. Weiß nicht, vielleicht kann das ja einer der erfahrenen Spieler, der Spieler, die diese Zeit noch erlebt haben, gerne auch der Mülleimerdeckel von Mario Lange, hier unter dem Video kommentieren, wie das damals so war. Würde mich sehr freuen. Da hat auch noch jemand Screenshots davon. Das wäre natürlich noch viel, viel besser. Jetzt nehmen wir mal das PW hier. Natürlich jetzt eine gute Frage, wie fest wir da spielen, ne? Ich würde sagen, um die 60 rum. Und hoffen, dass das so hinhaut. Oh, das nächste Obi. Aha. Okay, es wären vielleicht um die 55 rum gewesen. Wer vermag das schon zu wissen? Ich offenbar nicht. So, jetzt fangen wir uns den nächsten Boogie. Dann sind wir wieder bei 0. Und langsam sollte ich dann mal anfangen, ja, zu spielen. Ne? Ordentlich zu spielen. Ordentlich vor allen Dingen. Auch wenn ihr jetzt Häme habt für mich, ja, für mich und meine Boogies, dürft ihr das auch gerne kommentieren. Ja, solange er mich nicht beleidigt, ist mir alles recht. Ja, nur die ganzen Affen, die meinen, sie könnten sich nicht wirklich artikulieren und müssen sofort böse, böse Sachen sagen, die sollen von mir aus da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Oder von mir aus auch, wo das Salz wächst. Ja, tief unten im Meer oder im Bergwerk. Könnt ihr euch aussuchen. Puh, ist echt lange her. Schauen wir mal. Wenn ich den jetzt so spiele. Will mir nicht noch einmal im Wasser erlauben. Freunde der Nacht. Aber es hilft nichts, ne? Da muss ich durch. Der geht, der geht, der bleibt, der ist, der gut. Der kommt gut. Das sehe ich schon. Es wird ein Alba, mindestens, wenn nicht sogar zwei Albas. Oder ein Igelpad. Dankeschön. Ein Igelpad. Ich hab's rausgefunden. So. Wie gesagt, wenn ihr gute Tipps für mich habt, ne, dürft ihr gerne kommentieren. Also entweder hier unten, da, da, irgendwo da, so in der Richtung, wo die Getränke sind. Da, ist die Kommentarfunktion auf YouTube. Oder allerdings, ich hoffe, ihr habt gerade mein Handy nicht gehört. Entschuldigung, sollte eigentlich aus sein. Oder aber natürlich im Forum, ja, wenn ihr gute Tipps für mich habt oder mich mal gerne auf eine Runde Abel mitnehmen wollt, um mir zu zeigen, wie das geht, in diesem Skillbereich natürlich, dann ja, schreibt mich an, schreibt es in den Kommentaren, gebt es mir, zeigt mir, wie es geht. Mal sehen. Und rüber, 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 rüber. Ah, du. Kleine weiße Mistmurmel. Naja, wie auch immer. Birdie haben wir geschafft. Wie gesagt, minus 5 ist das Ziel.
Früher waren es mal minus 14, da wird es jetzt wahrscheinlich schon eng aussehen mit dem, was ich hier gerade abliefere. Aber wir wollen ja mal nicht so sein, ja. Da kann ich mir sparen nachzusehen, ob das so funktioniert oder nicht. Da spielen wir gleich mal hier vor. Hauptsache, wir legen uns nicht direkt vor die Steinwand, das wäre eher kontraproduktiv, aber das passt. Sehr schöne Musik, oder? Nach links rüber und dann Abfahrt. Rupp. Mal gucken. Ja, so oder so ähnlich war das geplant. Also eher so als so ähnlich. Schauen wir mal. Ja, das Paar haben wir uns gesichert. Weiter geht's an Loch 10. Spiele ich absichtlich nicht ganz 100%, weil der Wind von rechts kommt. Und das passt. Ja, dem einen oder anderen ist aufgefallen, dass ich in meinem Chat ein paar mehr Sachen sehen kann, als ihr die möglicherweise angezeigt bekommt. Der Bruce Buffer, glaube ich, war es. Der hat sich auch ordentlich darüber gefreut. Ja, gut. Es freut mich, wenn du dich freust. Allerdings, ja. War hier nicht mal. Ah, da wollte ich euch gerade mal ein Easter Egg zeigen. Oder war das dieser Schädel hier? Ja, das war eigentlich dieser Schädel, glaube ich. Also, vielleicht war es auch vor der Bearbeitung von Abelplaner, danach haben sie es rausgenommen. Auf jeden Fall war in der Augenhöhle von diesem Skelett hier mal ein Bild von einem der Entwickler zu sehen. Das hat man wohl nach der Überarbeitung von Abelplaner rausgenommen, was schade ist. Ich wollte eigentlich keinen spinnen. Vielleicht wollte ich aber auch doch spinnen. Wer weiß das schon, wer weiß das schon. Ich wollte es bin. Auf jeden Fall wollte ich es bin. Wenn ich mir das so ansehe, war es bin quasi die beste, mit die beste Entscheidung meines Lebens. Neben der Tatsache, bei Onward Europe anzufangen. Was haben wir hier? Aha. Es kann nur in die Hose gehen. Also es ist quasi gemacht dafür, um in die Hose zu gehen. Ja, das geht auch. Zumindest mal ins Rough und nicht in die Hose.
da noch auf der falschen Seite. Denn das Grün fällt hier ab. Also wenn man hier schon nicht das Grün trifft, ja, kleiner Tipp, dann versucht euch hier so hinzulegen. Also wenn die Fahne hier steht, legt euch am besten hier hin. Ja, dann könnt ihr ja bergauf chippen mit einem AW oder so. Das ist alles kein Problem. Wir chippen jetzt allerdings hier nach rechts rüber, um den Ball irgendwie kontrolliert zum Loch zu bringen. Mal sehen, ob das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe, aber ich weiß es nicht. Ja, fast. Also, fast bleibt der Ball noch auf dem Grün. Na doch, er bleibt noch drauf, aber... Wie ich solche Putts hasse. Ja, einfach genug Power rein. Ein sehr weiser Mann hat mir mal gesagt, ab 80%, wenn der Putt ist, ist der Ball immer gerade. Nimmt er keine Breaks mehr an. Ich habe ihm geglaubt. Er hat mich schamlos belogen. Oh, okay. Das geht eigentlich auch besser. Jetzt ist die Frage. Die Frage aller Frage ist, was mache ich? Ich mache den so. Ich habe mir die... Das Risiko habe ich genug gemacht in der Runde, denke ich. Wir sind jetzt an doch 12. Da sollte man dann doch ein bisschen die sichere Schiene fahren. Wenn man sie nicht ganz sicher ist, dann die sichere Schiene. Wahrscheinlich geht der jetzt zu weit, oder? Ja, der bleibt. Das passt. Ja, heutzutage spielt dieses Loch eigentlich jeder. Also selbst Level 90 schon mit dem Eisen direkt an. Deswegen, also Leute, die geschrieben haben, ich habe zu viele Stats hier. Ich bitte euch, ganz ehrlich. Rechnet mal nach, macht Standbild und rechnet mal nach. Ich dachte, die ich zu viel habe, sind durch die Klamotten, durch die Sternzeichen. Ja. Von wegen, ich hätte zu viel. Früher gab es sowas nicht. Also, ich bitte euch. Die meisten haben früher wahrscheinlich auch mit Sternzeichen Plus gespielt hier bei den Tests. Eben weil es ein Test ist. Ah, nee. Der wollte nicht. Eben weil es ein Test ist, haben sie mit Sternzeichen Plus gespielt und ja. Also ich denke mal, die Stats sind nicht ganz so abwegig zu dem, was es früher mal gab. Ja, jetzt haben wir hier das Sternenloch. Das ist ein böses Loch. Hier kann sich einiges entscheiden. Ich hoffe nicht bei mir. Zumindest mal nicht ins Negative. Ja. Grandios die Grünkante getroffen. Und jetzt schauen wir mal.
Jupp. Paar ist hier völlig okay, wenn er liegen bleibt. Wenn er liegen bleibt, sage ich, bleibst du liegen. Dankeschön. Sehr nett von dir. Sehr, sehr aufmerksam. Paar ist in Ordnung. Ja, die ist natürlich schön. Hier noch viel schöner. Und jetzt, das ist eines der Angstlöcher. Ja. Wir haben viele Angst. Auch ich hatte ja lange Angst. Lange Zeit habe ich den so hier gespielt. Jetzt seht ihr den Pinüppel vorne. Der wird neben die Mauer gestellt. So ungefähr. Dann habe ich das 3W genommen. Vollen Seitenspin. Und habe mit 60% abgezogen. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ich schaue mal, ob ich hier mit dem 5i. Das hat früher zumindest immer ganz gut geklappt hier. Warum sollte das nicht weiterhin auch klappen? So. Das ist halt wichtig. Wenn man hier zu fest macht, dann ist der Ball gleich irgendwo. Oh, das ist natürlich, wenn er nicht zu leid rollt. Ah, schade. Ja, aber sowas meinte ich. Ich dachte eigentlich, er kommt vielleicht hier auf dem Fairway auf. Ist er allerdings nicht. Ist aber auch egal. Jedes Nicht-OB ist hier eigentlich eine gute Sache, ist ein guter Schlag. Denke ich mal. Mittlerweile sind die Schläge noch schwerer. Ich glaube, mittlerweile wüsste ich nicht mal, wie ich den wirklich gut spielen kann. Mit 350F. Ich weiß, dass es im Forum dazu Threads gibt. Und dass die Cracks wissen, wie man das hier macht. Ich weiß es nicht. Aber. Vielleicht habe ich ja mal die Gelegenheit, das wieder auszuprobieren, um zu schauen. Und dann wird es hier notiert im Notizbuch. Ja, mit einem Z bitte. Notizbuch. So. Hatte ich ganz verdrängt, dieses Loch. Ja. Einfach machen, ne? Also die 100er Keule sollte eigentlich, jawohl. Egal, wenn man es hier. Wenn ich es ja 8000 Mal mache und ich habe 8000 Mal Schiss vor diesem Schlag. Entschuldigung für dieses Wort. Ich meine Schlag, nicht Schiss. Nein, Quatsch. Ja. Und auch das ist so ein Schlag, der mittlerweile noch sehr viel schwerer ist. Sieht schön aus von hier, ne? Wie so ein altertümlicher Inka-Flugzeughangar. Schreibt es euch auf. Und? Nicht drin. Wäre auch zu schön gewesen. Wenn ich hier einen auf Video aufgezeichneten Chip-In verzeichnen könnte. Oh mein Gott, ich wäre der glücklichste Mann der Welt. Ich könnte zufrieden sterben. Ist die Frage, komme ich hier oder komme ich hier nicht? Ja, no risk, no fun. Ah ja, locker.
Locker, locker, locker fliegt der Ball darüber. Und locker, locker kommt er nicht da an, wo er ankommen soll. Eieiei. Vielleicht hätte ich das mit dem Video heute sein lassen sollen. Ja, wie gesagt. Bei Tipps und Tricks könnt ihr euch gerne an mich wenden. Beziehungsweise an die Kommentare. Wendet euch an die Kommentare. Kommentiert. Und dann läuft es. Aber immerhin kann ich einigermaßen chippen. Ja, ganz wichtig für die Leute, die das jetzt vielleicht hier sehen und sich denken, da kann ich noch was lernen. Nee, könnt ihr nicht. Vielleicht doch, ihr könnt aus meinen Fehlern lernen. Ja. Geht nicht unvorbereitet in solche Spiele rein. Ja. Ich sag's gerne immer wieder: Shoot Online ist ein Sportspiel. Ja. Auch wenn der eine oder andere das vielleicht anders sehen mag. Das ist ein Sportspiel. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass Online-Spielen allgemein ein Sport ist. Ganz egal, was ihr spielt. Ob ihr jetzt schon online spielt, was per se nun mal ein Sportspiel ist, ob ihr, keine Ahnung, Call of Duty spielt und andere Leute abballert, professionell oder halbprofessionell, ob ihr League of Legends spielt oder was auch immer, es ist ein Sport. Ja? Und in jedem Sport kommt die Übung, kommt die Sicherheit durch Trainieren. Ja. Also unsere Profispieler, ja, Profispieler, unsere bekannten Gutspieler, die sind nicht so gut, weil sie einfach nur viel Talent haben. Das ist Blödsinn. Wer an sowas glaubt und wer sowas fest glaubt, ja, oder die Konsorten, die meinen, ja, die cheaten alle. Die haben ein Programm an, das ihnen beim Putten hilft und bla. Gedöns. Völliger Schwachsinn, Leute. Trainiert. Training. Ja? Wer etwas gut machen möchte, sei es ein Spiel spielen wie das hier, ja? Oder Autofahren oder Laufen oder Stabhochsprung, ganz egal was es ist, der muss trainieren, der muss dafür Zeit investieren. Ja? Das sage ich nicht, weil ich für dieses Spiel arbeite und weil ich mein Geld verdienen, wenn ihr euch Items kauft. Es ist mir gerade scheißegal, ob ihr Items kauft. Aber wenn ihr was Besseres werden wollt, wenn ihr besser spielen wollt, dann müsst ihr trainieren. Das ist das Einzige, was zählt. Und die Klingo-Formel. Aber vor allen Dingen trainieren. Es ist nun mal Fakt. Ja? Es ist nicht umsonst so, dass E-Sport immer mehr akzeptiert wird. Es regt, gewisse Bereiche an, es trainiert gewisse Bereiche. Ja? Also ihr könnt dadurch einige Bereiche verbessern, körperlich auch. Ja? Es ist nicht unbedingt die eigene Fitness, aber dafür könnt ihr ja ins Fitnessstudio gehen oder sonst wohin. Aber es ist nicht umsonst so, dass E-Sport, mein Beşiktaş Istanbul hat zum Beispiel eine E-Sport-Abteilung. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat Wolfsburg, der VfL Wolfsburg, mittlerweile auch eine, oder was, Werder Bremen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber einer von diesen hatte auch eine E-Sport-Abteilung. Also es kommt auch immer mehr an. Ja? Man muss sich nicht mehr so schämen oder ganz leise sagen, ja, ich spiele online. Ja, mein Gott, ihr spielt halt online, das ist ein Hobby. Andere gehen auf den Fußballplatz und spielen da Fußball. Und ihr spielt halt ein Golfspiel online, das ist auch okay. So,
Ich versuche mich jetzt hier irgendwie noch durchzumogeln durch die 18, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Ich stehe Bäcker auf, vielleicht, das passt. Ein bisschen Kraft mit auf die Reise und auf geht's. Abfahrt. Ja, wie gesagt, ist natürlich immer leicht, erstmal zu meckern und zu sagen, ja, ist alles scheiße, es liegt alles am Wetter, es liegt an verbuggten Bug online und überhaupt, wenn man dann Nar sieht oder Quingo oder wie sie alle heißen, die cheaten ohnehin nur, ja, oder die andere Variante, die haben kein Leben. Völliger Blödsinn, Leute. Wenn ihr nicht besser spielen. Es gibt einfach Leute, die können auch nicht besser spielen. Es gibt auch Fußballer, die spielen ihr Leben lang in der 4., 5., 8. Liga. Zum einen haben sie Spaß dran, zum anderen gibt einfach das Potenzial nicht mehr her. Ja, dann ist es halt so. Die machen das halt dann. Aber die sagen nicht, ja, die Scouts sehen mich einfach nie oder erwischen mich immer an einem schlechten Tag. Ja, Blödsinn. Deswegen. Üben, üben, üben. Ihr habt gesehen, es geht. Mit wenig Stats, auch wenn meine Runde wirklich übel war. Ja, war aber mein Fehler. Ich habe mich zum Risiko hinreißen lassen. Ich habe Schläge probiert, die nicht funktionieren konnten. Oder die nur mit wenigen Prozent Chance funktionieren konnten. Und naja, mein Gott, so ist es halt. Habe es aber dennoch geschafft. Auch wenn es zwischenzeitlich mal schlecht aussieht. Für die alten Resultate hat es nicht gereicht. Da stimme ich zu. Jedem, der da kommt und sagt, ne? Früher wärst du durchgefallen. Ja, stimmt. Wir sind aber heute und nicht früher. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Da spielen wir dann. Schauen wir mal. Ach, mach mal einfach Pleiger, oder? Schauen wir noch mal ganz kurz hier im Browser rein. Alle Pläne haben wir abgehakt. Minus 5. Minus 7, glaube ich, habe ich schon. Oder minus 8 habe ich gespielt. Wie gesagt, deswegen über diesen Resultaten. Und passt. Als nächstes spielen wir dann einfach Gleiger. Hier mache ich jetzt erstmal einen grünen Haken hin, hinter Abel Plena, damit ihr auch alle seht, dass es geschafft ist. Und ja, nächster Halt, Gleiger. Dann mit denselben Schlägern wie gerade eben. Ich denke, das war jetzt eine gute Wahl. Auch klamottentechnisch war es eine gute Wahl. Und so kann man weiterspielen. So haben wir noch mehr Authentizität. Das ist ein schweres Wort. Mit diesem schweren Wort verabschiede ich mich. Euch einen schönen Abend. Viel Spaß beim Video gucken. Wenn ihr das Kaleiga-Video noch nicht gesehen habt, dann klickt hier oder also hier oder irgendwo anders. Keine Ahnung. Da, da oder da. Hier oder hier. Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Schaut es euch auf jeden Fall an. Und seid dann auch beim nächsten Mal dabei. Lasst auf jeden Fall einen Like hier. Ja, auf YouTube könnt ihr liken. Hier unten. Da, wo die Daumen sind. Macht es nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, macht es nach unten. Schreibt in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Ob ihr mir helfen könnt. Und ob ihr schon Sommerurlaub habt. Oder auch nicht. Egal. Bevor ich mich jetzt hier noch im Kopf und Kragen rede. Tschüss.